Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter des Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Mhm. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Mhm, gut. Heda! Was, Heda? So, dann werden wir mal hier runter und uns so ein Schiffchen, ein Bötchen, ist ja kein Schiff, ein Bötchen schnappen. Und dann das Schwert zu Aki bringen. Aber eins muss ich vorher machen. Ja. 11 Punkte. Es werden noch mehr. So. Einmal. Jetzt brauche ich... Aktiver Schild brauche ich nicht. Und... Explodierender Schild brauche ich nicht. Gut, habe ich jetzt alles soweit Notwendige? Ja, alles soweit gut. Halt, sorry. Davon habe ich genug drin. Mache ich eine Scheiße. So, dich brauche ich noch. Zack. So, dann mal los. Der Mann Tau. Ja. Schubadu. Los, wir kacheln schneller hin. Wow. Ja, bei den Schiffsreisen werde ich auch gucken, dass ich spiegelglatte See habe. Ja. Hm. So, jetzt werden wir erstmal... Hier muss es sein. Ja. Nicht muss, ist. Ach so. Okay. Danke, genau das wollte ich. Ist noch eine? Ne, die kommt nicht. Eureka.
ist irgendwas. Ja, das ist das. Und hoch. Oh. Wir kommen doch schon runter. Ja, jetzt zu spät. Ich frage so. Mich, ob das was gebracht hat. Zeit, tja, zu Udalvik zu gehen. Nee, 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 noch nicht. So. Schwerter. So, das wollte ich. Aua. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Einmal ein Schädel und einmal eine Notiz und ein Schlödel. Der krumme Mast markiert den Ort. Nicht jeder Tor mag den Schatz jedoch finden. Na gut. So. Okay. Tschüss. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das alles ist, der ganze Gedöne. Genau weiß ich das ja nicht mehr. Nö. Woher auch? Ah, ist was. Nee. Oh, ich muss hoch. Ganz schnell. Jetzt bin ich schon wieder unter dem Schiff. Ich muss hoch, egal was passiert jetzt. Tschüss. Kann sein, dass das hier irgendwo ist. Tja. Was soll ich machen? Nee, da brauche ich nicht hin. Jetzt finde ich den Kack nicht. So. Na, scheiße. So, jetzt geht's nochmal ab. Ah, da unten ist es. Jetzt sehe ich's. Von hier aus. Ja, ohne. Und hoch. Jetzt passt es. Okay. Ach ja, das ist immer so eine normale Liste. Manche Sachen findest du auf Anhieb. Und dann musst du wieder suchen ohne Ende. Hä? Wo will er denn hin? Ulrich, ne, nein. Liebling der Götter, genau. Da muss ich hin. Oh, gibt Kniegas da. Gott nochmal. Ja, 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 ja. So, dann hier. So, jetzt passt das schön eingepackt. Aha, hervorragend. So, Platzer, ich habe eine wichtige Aufgabe. Ich muss euren Anführer... Oh, euren Anführer...
retten. Ja, scheiße. Jetzt ist es passiert. Aber wieso? Warum hast du das gemacht? Ich musste. Die Götter haben es befohlen. Nee. Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Ist aber ziemlich blutfrei. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Okay. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Tja. Da. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Na gut, der ist so abwesend, dass er gar nicht mitkriegt. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll! Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach. Das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit.
Je mehr Schmerz der Hin seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Hin ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Hin greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Hin verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Hin das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Was ist los mit dir? Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Was hat das mit Yennefer zu tun? Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Nee, komm, wir brechen auf. Wir haben ja nichts mehr zu tun. Tü-tü-tü-tü-tü, 27 Punkte. Herrlich. Sehen wir uns mal um. Ja, machen wir. So, hier ist nichts. Moment. Sekunde. Tiri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Das ist sehr gut. Moment. Was ist das hier? Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Was hat das jetzt? Naja, gut. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. So, jetzt gehen wir hier hin. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Tja, und nun? Gerald, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee! Wo ist sie denn? Gut. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen. Vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Ja. Das wirst du nicht drankommen. Ich töte ihn, wenn du gemacht hast.
Ja, weiß ich. Du auch? Eureka. Warum? Da ist er, der Him. Aki. Tja. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Und tschüss. Naja. So sieht dann aus. Tja. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Yari. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Na los. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mach ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Tja. Jetzt ist er wirklich frei. Aber überleg mal, Auge rausreißen und dann alles. Ich gehe mit ihm. Scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Genau. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, eine Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rumerzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres. Tja, tschüss. Na wunderbar. Gut, jetzt werde ich aber, sorry, dass ich das jetzt trotzdem mache, einmal kurz meditieren. Ach, und jetzt werde ich mal wieder na komm schon. Brrrt. Und runter geht's, jawohl. Du kannst raus. Im Moment segeln wir nicht mehr auf See. Oh nein. Einmal. Und nochmal. Gut, dann haben wir das wieder zusammen.
Nein, das, den Kataklysmus, den machen wir jetzt auf keinen Fall. Wir werden der Herr von Undwig. Genau, dahin werden wir. So, das heißt, wir müssen ganz nach unten. Tschüss. Und dahin reisen. Ja, auf jeden Fall. Was? Halt, Moment, da ist der Schnellreisepunkt, genau. Okidoki, ja, hier ist kein Schmied, also muss ich hier wieder hin. Ich muss mal irgendwas gucken. Hier ist im Moment noch kein Schmied, aber normalerweise muss da ja einer sein. Gut, wie viel Uhr haben wir? Na gut, 2.10 Uhr. Weil ich brauche die Schmiede alle, das geht ja nicht anders. Genau. So. Du mach schon inne. Okay. Oh. Okidoki. Haben wir hier noch irgendwo? Oh ja, reichlich. Sehr gut. Loot, ich sage ja, Loot ist gut fürs Blut und vor allen Dingen mein Blut. Wir wollen mal eben wegtreten, weg damit mit dem Scheiß. So. Was ist das denn da? Mehr? Ne. So. Dann schauen wir mal jetzt hier noch ein bisschen um kurz. Was ist da? Oh. Eureka? Ach so, okay. Nein, 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 nein. Hier müssen wir nicht her. Nein, auf keinen Fall. Nee, nee. So nicht, mein Freund. Wir werden jetzt schön stur in diese Richtung natschen. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Die habe ich mir immer dumm und dämlich gesucht, teilweise. Absolut. Und das Ding da oben rechts, das kannst du eigentlich auch nicht immer. Kannst du auch nicht immer glauben. Hier können wir nicht her, aber ich will mal halt gucken. Okay. Und hier muss ich irgendwo. Naja, ich will jetzt kein Blödsinn erzählen. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn hier? Der Clan Ankret. Ja, da kann ich aber jetzt nichts dran ändern, dass das der Clan Ankret ist. Erstmal muss ich zu einer Stelle hin und das ist... Ich glaube, dann wären wir, wenn wir durch die Höhle gegangen wären, hier hochgekommen. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ja, hier bin ich schon mal. Ich hoffe richtig. Irgendwo war ich... Ah. Hier wurde eine Trage gezogen. Ich glaube, hinter dem Stein ist auch eine Truhe. Jo! Dass ich mir so weit gemerkt habe, das ist der Hammer. Warte mal. So. Eureka. Ja, das ist es. Genau das. Oh ja. Oh. Sie
Sirenen. Oh. Ja, ganz schön gepanzert. Knochen sind das. Schöne Haustierchen hat er da. Da, nimm hin. Bleib schön da, Geralt. Schön da bleiben. Ja. Ho, 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 ho. So ist brav. Na, komm schon. So, jetzt werden wir erstmal hier gucken, hier hinten. Aber ich glaube hier hinten. Ich glaube, das ist falsch. Nägel, ja. Das kann ich nicht nehmen. Gut. Denman Tower, ne? Mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich bin kurz auf zu Haus. Auf meine kleine Riesenspuren. Hütte, dort kenne ich mich aus. Oh, Riesenspuren. Haben wir gerade gesehen, dass hier ein Riese war, du Netten. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein bildhübsches Weib. Mit schwindenden Kräften mein Atem nur stockt. Ja. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich bin kurz zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Falsches. Nein, so. Ja, ich bin im Moment ein bisschen konzentrierter, weil ich will hier. Kannst du da mal hoch, du Netten? Oh. Asche. Asche ist nicht schön. Kann ich kaum gebrauchen. Hier muss ich her. Alles Asche. So. Aber hier ist keine Asche drin. Und da auch nicht. Oh, das war auch ein gutes Singen. Ja, ich glaube, das ist... Warte mal, anders. Und das ist 100% verbrennresistent. Wenn ich mich nicht irre. Jo, sehr gut. Jetzt habe ich die drei zusammen. Ja, die sind nicht schlecht, die Dinger. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeif, meinen Jungs auf der Streif. Hier ist er mit. Worin liegt mein bildhübsches Leib? Mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt.
Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Okay. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Mhm. Ich habe Nägel und Faden für dich. Was? Oh ja, endlich. Wilhelms Ohr bleibt an Ort und Stelle. Hm. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Hm. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Hm. Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meinen Männern traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na nein. Gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Naja. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ja. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Mhm. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der junge Ankret war auch dabei. Weißt du noch, wann das war? Wann was war? Wann Hjalmar Ankret und seine Männer hier waren. Ach das? Nein, keine Ahnung. Aber frag doch Wilhelm. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Wilmar? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal. Und bewaffneten Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ja. Ganz allein? Mhm. Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Mhm. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Schaffe nicht. Ist mir zu hoch. Das ist höhere Physik. Ist mir zu viel. So. Jetzt werden wir mal uns hier weiter umgucken. Ja, Schätze, Ken, du hättest dich nicht mit mir anlegen dürfen. Das kann dir jeder bestätigen, der mich kennt oder so. Das sind nicht viele, aber genau die hätten das getan. Okay, Spitzhacke 1, 2, 3. Na, Ziege? Stahlblech, jetzt muss ich aber hier. Ja. Wir werden
schon irgendwie schaffen. Gute Sache. Wieso muss ich daher? Eigentlich muss ich hier hin. Ein Sturm, verdammt. Erstmal hier hin. Gut. Lager. Sie wurden angegriffen. Gebrochene Rücken. Als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Hm. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Eins. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Mhm. Aber hier will ich nicht her. Glaubt's mir, hier will ich nicht her. Warum? Da stimmt aber nicht. Mehrere Personen haben mein Boot in Richtung Norden gezogen. Moment, erkunde mit den Uska-Anzeichen, folge der nächsten. Genau die Richtung gehen wir. Das ist richtig. Ja. So sieht das hier aus. Okay. So, jetzt mal über eins. Nein. Gut, weiter gehen wir. Ja, hier können meistens nur Ertrunkene und ja, Geister auch. Aber nein, hier ist nichts. Nein, lass mich doch wieder raus, Mensch. Hier ist nichts. Okay. Gut, hier war irgendwas. Nee. Gut, weiter hier hin. Eingang, ja. Hier sind Geister. Eureka. So. Überlegener Sattel. Jo. Ehrlich, jawohl, Longgrube. Das haben wir doch. Versteckter Schatz. Zerrissenes Stück Papier. Und dann sagte der alte Druide, wenn du wirklich auf der Suche nach Weisheit und Wissen bist, dann nimm dein verwertvolles Eigentum und leg es in eine Truhe. Segle nach Unweg, steig auf den Berg dort und gehe auf dem Bergrücken entlang. Verbeuge dich vor jedem der vier Winde, empfehle dich den Göttern und wirf die Truhe ins Meer. Holvar tat, wie der Druide ihm geheißen hatte, und kehrte danach zum Heiligen Hain zurück. Ich habe die Truhe ins Meer geworfen, sagte er. Aber ich fühle mich kein bisschen weiser. Der Druide erwiderte, weil es auf dem Weg zur Weisheit keine Abkürzung gibt. Weder Gebete noch Opfer noch die Worte weiser Männer vermögen die Weisheit zu geben. Das ist deine Lektion. Als er das hörte, überkam Holvart ein solcher Zorn, dass er den Druiden auf der Stelle mit bloßen Händen erwürgte und seinen Kopf vor seinem Haus auf einen Spieß steckte, damit ihn jeder wusste, dass er vielleicht nicht weise war, aber sich auch von niemandem zum Narren halten ließ. Ja, Abkürzung. Steck weg die Pike. So. Da müssen wir hin. Nun mach schon. Eureka. So. Und einmal runter. Ja, wir gucken mal. Ah. Ist es nicht nett? Und wieder hoch. Fantastisch.
So, also wieder zurück. In diese Richtung, genau. Aber nichts von fast 3000 Meter. Nein, 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 nein. Von Undwig, so. Ja. Nicht schlecht. So, hier waren wir. Hier bleiben wir erstmal stehen und damit verabschiede ich mich erstmal.